Hallo und herzlich willkommen hier zum weiteren Opening bei Pack Fanatic. Und in diesem Video öffnen wir hier ein Set, was wir schon hier geöffnet haben, beziehungsweise ein On-Demand-Set, nämlich das Bundesliga-Update-Set. Das haben wir hier schon einen auf dem Video, einen auf dem Kanal haben wir schon ein Video. Und ja, oben, rechts, links könnt ihr jetzt zu dem Video gehen, falls ihr euch angucken wollt, was wir in der ersten Box gezogen haben. Ansonsten werdet ihr nämlich jetzt gespoilert und ich zeige euch kurz die Hits und gehe dann auf das Set ein. Da sind nämlich die Karten, die wir schon haben aus dem ersten, aus der ersten Box. Insgesamt 4 Rookie-Karten. Fakir, Richard, Stach, Wimmer und die nummerierte war eine 7 of 10 von Moriba. Und ja, jetzt sind wir gespannt, was hier drin ist. Es ist auf jeden Fall eine nummerierte garantiert. Ich hoffe natürlich, dass wir ein paar von den Rookies, die wir noch nicht haben, von den Rookie-Karten ziehen. Deswegen habe ich auch 2 bestellt. Und vielleicht bekommen wir auch das Base-Set voll, aber das ist nur so ein kleines Ziel nebenbei. Traurig ist, dass hier in der Box wahrscheinlich auch wieder ein Pack zu wenig ist. Das war in der ersten Box schon der Fall. Da habe ich ja mich beschwert auch bei Tops. Die haben gesagt, die werden mir die 2 Päckchen nachschicken. Leider bis dato noch nichts gekommen. Habe jetzt ein bisschen gewartet, weil ich die dann gern hier mit öffnen würde. Aber das Ganze dauert mir jetzt noch zu lange. Wer weiß, wann die am Ende wirklich kommen, ob sie überhaupt kommen werden. Und deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt schon mal das Video hier, weil ihr auch eskaliert seid auf dem ersten Video mit, ich glaube, 12 Likes. Und ja, wäre geil, wenn wir hier auch wieder die 10 Likes schaffen. Und dann würde ich sagen, dann starten wir rein mit dem ersten Päckchen. Die sehen nicht so geil aus vom Design, wie zum Beispiel hier vom letzten Video, die Panini Mosaik. Finde ich immer ein bisschen besser. Aber das ist halt so ein On-Demand-Set, das hier irgendwie kurzfristig mehr oder weniger gedruckt wird. Oder so. Und da geben die sich halt nicht viel Mühe mit der Verpackung, wie man sieht. Ist ja auch dieses 0815 Tops on Demand. Aber dafür ist es auch günstig. Das Ganze hat 25 Euro nur gekostet. Und wie gesagt, eine nummerierte ist garantiert. Autogrammkarten gibt es hier nicht. Aber die Nummerierung ist fast immer relativ, ich glaube, die höchste ist, glaube ich, 25 oder so. Also ist immer eine recht klein nummerierte. Und es gibt schöne Rookie-Karten. Ich glaube, das sind die ersten Rookie-Karten teilweise von einigen Spielern aus der Bundesliga. Und wie hier Brian Brobe, ich glaube, den hatten wir auch noch nicht. Sehr, sehr nice. Der erste Rookie, den wir noch nicht hatten. So muss es laufen, Freunde. Dujac, Guardiol und dahinter ist, ich bin gerade nicht sicher, ist das schon eine nummerierte? Nein. Aber Guardiol, Rookie hatten wir auch noch nicht und dahinter ist noch eine Rookie. Es ist Wahid Fakir, der sehr begehrt ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso, aber die nummerierte Karte von denen ist richtig teuer. Mit Low Number sogar schon über 100 Euro. Aber ist halt so. Finde ich okay. Genauso okay finde ich, dass ich jetzt auch 2 Rookies habe, die mir noch fehlten. Das heißt, es sind nicht mehr viele offen. Amine Adli ist zum Beispiel einer davon, der noch offen ist. Ich glaube, Daniel Malen ist auch noch offen bei mir. Ich habe leider die Liste, ich konnte nicht mehr auf die Liste zugreifen. Die haben das irgendwie auf der Webseite schon wieder rausgenommen. Von daher kann ich nicht sagen, welche genau noch fehlen. Finde ich auch doof, dass die Checkliste sozusagen jetzt nicht mehr auffindbar ist. Kann man gar nicht nachschauen, wie noch, was noch alles fehlt. Aber okay, Adli nehmen wir. Niklas Dorsch, finde ich geiler Spieler. Nehme ich auch gerne mit. Prince Boateng. Kevin Schade, auch Rookie, den wir noch nicht hatten. Oder? Ne, hatten wir noch nicht. Sehr, sehr nice. Und dahinter ist Sabitzer. Ja, im Bayern-Trikot. Nehmen wir mit, müssen wir ja. Haben ja keine Wahl, ne? So, vorletztes Päckchen. Geht schnell. Das Ganze. Gerd geht schnell, aber wie gesagt, das Wichtigste sind die Rookie-Karten. Das ist der Hauptmotivator, wieso ich mir das überhaupt geholt habe. Anton Stach, den haben wir schon. Brian Lastme. Amine Adli nochmal. Sehr, sehr nice. Und das ist der Arne Meyer. Oh, nochmal. Ach ja, hinten ist nichts Besonderes. Einfach nur sozusagen der Name und wann sie unterschrieben haben. Weil das sind alles Spieler, die neu in dem Verein sind. Und teilweise aus der Jugend kommen. Die einige Rookie-Karten. Oder halt gewechselt sind. Wie zum Beispiel in Sabitzer. So, letztes Set, letztes Päckchen. Ich hoffe mal, hier ist die nummerierte, sonst fehlte mir hier sogar ein Päckchen mit einer nummerierten. Das wäre ja absolut mies. Oh, okay, da ist eine nummerierte.
Industrie, persönlich. Ah, ich glaube, das ist aber nicht low numbered. Ich glaube, das ist zu 25. Das ist schon mal nicht so gut. Bourbon nehmen wir auf jeden Fall mit. Raphael Bourré. Ja, gegen Dortmund erstmal schön reingehauen. Amine Adli zum dritten Mal. Alle sieben Dinge sind drei. Takuma Sato. Guardiola nochmal als Rookie. Nehmen wir auch mit. Grüße gehen auch raus an Tabak. Und es ist Luca Waldschmidt. Hat er eine Karte? Ne, das ist eine Rookie-Karte. Was ist denn das? Zu 25. Ach, Kevin Schade ist das. Oh, Freiburger. Nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Ah, sehr, sehr nice. Leider mit 25 die, ich glaube, schlechtmöglichste Nummerierung. So eine zu 10 Karte ist dann natürlich immer ein Stückchen schöner. Aber auch den Kevin Schade nehme ich gerne mit. Sehr, sehr nice. So, und ja, ein Päckchen fehlt leider. Ich glaube, es sollten 5 drin sein. Wir hatten jetzt nur 4. Müsste auch nochmal das andere Video gucken, ob da auch nur 4 waren oder sogar 3. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ja, die Ausbeute ist mehr als gut. Rookie-Karten ohne Ende gezogen. Im Vergleich zur ersten Box hatten wir gerade mal 4 Rookie-Karten. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rookie-Karten. Ja, deutlich besser. Aber halt die Nummerierung ist halt etwas schlechter. Aber trotzdem bin ich absolut zufrieden. Für, ich glaube, 20 Euro oder 25 Euro. Vernünftiges Produkt. Habe ich gerne mitgenommen, 2 Dinger. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Openings. Bis dahin und tschüss.